Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Griechenland hat erstmals eine konkrete Zahl für seine Reparationsforderungen an Deutschland genannt. Als Wiedergutmachung wegen Verbrechen der Nationalsozialisten verlangt Athen mehr als 278 Milliarden Euro. Die Summe rechneten Experten des griechischen Finanzministeriums und der Zentralbank über 2 Jahre aus. Griechenland fordert unter anderem die Rückzahlung eines Zwangskredits. Wieder einmal zeigt die Regierung in Athen ihr Überraschungspotenzial. Gestern Nacht beziffert der stellvertretende Finanzminister vor einem Parlamentsausschuss die Höhe der Reparationsforderungen an Deutschland. Gemäß unserer Berechnungen beläuft sich die Schuld, die mit den deutschen Reparationen verbunden ist, auf 278,7 Milliarden Euro. Während der deutschen Besatzung kamen Hunderttausende Griechen ums Leben, die meisten durch Exekutionen, Hunger, Krankheiten oder Massaker. Gemessen an der Einwohnerzahl waren in kaum einem Land die Schäden so groß wie in Griechenland. Demontagen von Fertigungsanlagen, Beschlagnahme von Lebensmitteln und Zerstörung von Infrastruktur. Bei ihrem Abzug versenkten die Deutschen einen nicht unerheblichen Teil der Lokomotiven der griechischen Bahn im Kanal von Korinth. Außerdem der Kredit, den die Besatzer den Griechen aufzwangen. Allein daraus errechnet der stellvertretende Finanzminister eine Rückforderung von gut 10 Milliarden Euro. Es ist das Geld meines Vaters und meiner Mutter. Es muss zurück nach Griechenland. Ich glaube, die Zahlen stimmen so nicht. Das muss erst noch wissenschaftlich ermittelt werden, anhand historischer Dokumente. Der Athener Ökonom Aristides Chatzis hält es für inakzeptabel, die Zahlen im Zusammenhang mit dem Schuldenproblem zu präsentieren, und er zweifelt. Ich sehe da methodologische Probleme. Ich würde gerne mal wissen, wie da gerechnet wurde. Noch fehlt eine Stellungnahme der griechischen Regierung, ob die Zahlen des stellvertretenden Finanzministers ihrer Position entsprechen und ob sie die Forderung tatsächlich gegenüber Deutschland erheben will. In Berlin stößt die griechische Forderung auf ein geteiltes Echo. Bundeswirtschaftsminister Gabriel nannte es so wörtlich dumm, dieses Thema mit den Verhandlungen über Finanzhilfen zu vermengen. Die Bundesregierung sieht die Entschädigungsfrage als erledigt an. Dagegen sprachen sich Vertreter von Grünen und Linkspartei dafür aus, zumindest die Zwangsanleihe zurückzuzahlen. Wieder neue Forderungen aus Athen. Aber in der Union hält man die Diskussion über eine deutsche Reparationsschuld sowohl rechtlich als auch politisch für abgeschlossen. Ich finde es unzulässig, die aktuelle Schuldendebatte mit Griechenland mit Forderungen zu vermischen, die im Zweiten Weltkrieg begründet waren oder begründet sind. 1990. Im 2+4-Vertrag zur deutschen Wiedervereinigung werden alle rechtlichen Fragen für Nachkriegsdeutschland geklärt. Auch die Reparationen, sagt die Bundesregierung, und Griechenland habe dem Vertrag nicht widersprochen. Deshalb hält man auch in weiten Teilen der SPD die Forderungen für abgegolten und zögert bei weiterem Entgegenkommen. Man muss von dieser Regierung auch irgendwann mal erwarten können, dass sie aufhören mit irgendwelchen taktischen Spielchen und wilden Forderungen, sondern dass sie erkennen können, dass sie ihre eigenen Hausaufgaben machen müssen, die für sie selber und für das griechische Volk gut sind. Verständnis für die griechische Forderung dagegen zeigt man bei den Grünen. Wir erkennen an, dass für die griechische Regierung, für das griechische Parlament, das Thema noch nicht abgeschlossen ist. Und deswegen sollte Deutschland hier sich einen Schritt auf Griechenland zubewegen und sagen, lasst uns diese rechtliche Frage von einer neutralen Instanz klären lassen. Dafür müsste Griechenland allerdings vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag klagen. Was fordert die griechische Regierung genau und wie berechtigt sind diese Ansprüche? Auf tagesschau.de beleuchten wir die wichtigsten juristischen Fragen des Streits. Nach dem Brandanschlag auf das geplante Flüchtlingsheim in Tröglitz wird weiter über Hintergründe und Motive diskutiert. Laut Bundesinnenministerium wurden vergangenes Jahr insgesamt 170 politisch motivierte Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte registriert. Auffällig sei, so das Ministerium, dass sich solche Delikte dort häuften, wo rechtsextreme Parteien oder sogenannte Bürgerbewegungen gegen die Aufnahme von Flüchtlingen demonstriert hätten. Sachsen-Anhalt hält trotz des Anschlags an dem Vorhaben fest, in Tröglitz Flüchtlinge unterzubringen. Für sie wird jetzt nach neuen Unterkünften gesucht.
Ein ausgebrannter Dachstuhl. Das künftige Flüchtlingsheim in Tröglitz ist unbewohnbar nach dem Feuer in der Nacht zum Samstag. Pressekonferenz heute Mittag. Die Behörden ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur. Ich kann Ihnen sagen, dass die Täter gewaltsam in das Gebäude eingedrungen sind, indem sie eine Tür gewaltsam geöffnet haben. Sie haben Brandbeschleuniger verwendet. Die Tröglitzer setzten am Osterwochenende mit Gottesdiensten und Mahnwachen ein Zeichen gegen Fremdenhass. Der Landrat erhält Morddrohungen, weil er an der Aufnahme von Flüchtlingen festhält. Wir lassen uns eben dadurch nicht beeindrucken, halten an dem ursprünglichen Plan fest. Insofern bin ich dem Landrat auch außerordentlich dankbar, der sich jetzt bemüht, anderweitig geeigneten Wohnraum zu finden und sodass wir Ende Mai dort 10 bis 12 Asylsuchende, vorzugsweise Familien, unterbringen wollen. Der Gemeindepfarrer von Tröglitz kritisiert Bundes- und Landespolitik. Sie hätten viel zu spät Position bezogen und die Politik müsse klar machen, dass die Aufnahme von Flüchtlingen ein humanitärer Akt sei. Für die Ergreifung der Brandstifter wurde eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt. Im Tarifkonflikt um die Gehälter von Kita-Mitarbeitern ist heute eine neue Welle von Warnstreiks angelaufen. Zum Auftakt beteiligten sich mehrere tausend Erzieherinnen und Erzieher in Hamburg und Niedersachsen an den Aktionen. Am Donnerstag gehen die Verhandlungen in die nächste Runde. Die Gewerkschaften wollen durchsetzen, dass das Kita-Personal generell höher eingruppiert wird. In dieser Hamburger Kindertagesstätte gab es heute nur einen Notdienst. Die meisten Eltern mussten ihre Kinder woanders unterbringen. Denn in Hamburg, Hannover und Bremen streikten heute insgesamt 5.000 Erzieherinnen und Erzieher. Sie beklagen schlechte Bezahlung und Kürzungen beim Personal. Es ist nur noch Pflege, es hat kaum noch was mit irgendwelchen Angeboten zu tun oder sonst was. Es ist nur noch, man geht dahin, guckt, dass nichts passiert, hat super viel Verantwortung und kann nicht mal das machen, wofür man eigentlich den Beruf gelernt hat. Zentrale Forderung, eine Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe und im Schnitt 10% mehr Geld. Die Gewerkschaften Verdi und GEW erwarten jetzt von den Arbeitgebern ein Angebot. Wenn man uns sagt, ja, wir verstehen, dass das alles notwendig ist, aber wir haben kein Geld, ist das keine Verhandlungssituation. Da fehlt es an Willen seitens der kommunalen Arbeitgeber und wir brauchen jetzt endlich den Verhandlungswillen, wir brauchen noch ein anständiges Angebot. Die kommunalen Arbeitgeber machen eine andere Rechnung auf. Man muss sehen, dass wir im Jahre 2009 gerade für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst die Entgelte wesentlich verbessert haben. In den letzten 6 Jahren hat dieser Bereich einen Einkommenszuwachs erfahren von rund 30%. Kein anderer Bereich und schon gar nicht im öffentlichen Dienst kann sich solche Einkommenssteigerungen erfreuen. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Donnerstag. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, sollen morgen wieder Kitas bestreikt werden. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Italien wegen eines Polizeieinsatzes beim G8-Gipfel in Genua vor 14 Jahren verurteilt. Dem Kläger, einem Demonstranten, wurde Schadensersatz zugesprochen. Das Vorgehen der Polizisten, die ihn schwer geschlagen und getreten hatten, werteten die Straßburger Richter als Folter. Der Mann hatte mit anderen Globalisierungsgegnern in einer Schule übernachtet. Eine Sondereinheit der Polizei stürmte das Gebäude. Bei Zusammenstößen zwischen Globalisierungsgegnern und Polizei während des Gipfels im Sommer 2001 starb ein Demonstrant. Hunderte wurden verletzt. Im Kampf gegen die Ebola-Epidemie will die Bundesregierung die besonders betroffenen Länder in Westafrika mit einem Sonderhilfsprogramm unterstützen. Gesundheitsminister Gröhe und Entwicklungsminister Müller reisten deshalb heute nach Ghana. In dem Land waren keine Ebola-Fälle aufgetreten, von dort wird aber die Hilfe für Liberia, Sierra Leone und Guinea koordiniert. Geplant ist der Aufbau eines Gesundheitssystems in Afrika. Zudem soll eine Truppe aus Ärzten und Experten gebildet werden, die innerhalb weniger Tage weltweit einsetzbar ist. Beatrice Yadolo hat Glück gehabt. Seit gut 4 Wochen ist sie wieder zu Hause, geheilt. Die ehemalige Englischlehrerin wurde als letzte Ebola-Patientin in Liberia gefeiert. Sogar die Präsidentin des Landes hat sie hier am Stadtrand von Monrovia besucht. Wir sind durch ein großes Trauma gegangen. Aber es ist auch etwas ganz Besonderes. Stellen Sie sich vor, die Präsidentin nimmt sich Zeit, zu einer einfachen Frau wie mir zu kommen, nur weil ich das durchgemacht habe. Mit Beatrice Yadolos Entlassung schien das Ende der Epidemie in Westafrika greifbar. Doch seit kurzem steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder.
Gut 200 Millionen haben Gesundheitsminister Gröhe und Entwicklungsminister Müller im Gepäck auf ihrer Reise nach Ghana und Liberia. Das Soforthilfeprogramm soll den Wiederaufbau der betroffenen Region stärken. Auch eine Weißhelm-Truppe aus Ärzten, Technikern und Spezialisten soll künftig schnell einsetzbar sein. Es hat mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens in diesen drei Ländern gegeben, die infolge einer Infektion mit Ebola gestorben sind. Und es gibt hier viel, viel weniger Ärzte als in anderen Teilen der Welt, schon gar als in Europa. Und insofern grundlegender Neuaufbau und den jetzt in Angriff nehmen. Das ist gefragt. Die eigens für Ebola errichteten Behandlungszentren stehen zurzeit leer. Sie sollen nach dem Wunsch der liberianischen und mit Hilfe der Bundesregierung in normale Krankenstationen umgewandelt werden. Ziel: ein neues, besseres Gesundheitssystem, das gegen Seuchen wie Ebola gewappnet ist. Trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe setzt das von Saudi-Arabien geführte Militärbündnis seine Angriffe auf den Jemen fort. Kampfjets fliegen seit Ende März Angriffe, um den Vormarsch der schiitischen Houthi-Miliz zu stoppen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen. In vielen Orten sei die Wasser- und Stromversorgung zusammengebrochen. Saudi-Arabien hat an der Grenze zum Jemen massiv aufgerüstet. Das sunnitische Königshaus fürchtet, dass die schiitischen Houthis eine Bodenoffensive beginnen könnten. Es gab in der Geschichte der beiden Länder schon mehrere militärische Konflikte an der Grenze. Wir wissen, dass sie nahe sind, dass sie uns beobachten und wir beobachten sie. Wenn ihre Aktivitäten wirklich bedrohlich werden, reagieren wir. Insgesamt hat die saudische Regierung 150.000 Soldaten mobilisiert. Bislang greift die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz die Houthis nur mit Kampfflugzeugen an. Doch der Krieg im Jemen ist allein aus der Luft nicht zu gewinnen. Deswegen denkt die Allianz auch über den Einsatz von Bodentruppen nach. Denn vor allem aus saudischer Sicht haben die Houthis mit ihrer Offensive eine rote Linie überschritten. Die Houthis sind Schiiten und sind mit 30% eine Minderheit, die vor allem im Norden lebte. Mit der Expansion in den Süden, wo die Mehrheit der Bevölkerung sunnitisch ist, bekommt der Konflikt zunehmend eine religiöse Komponente. Vor allem auch deshalb, weil das sunnitische Saudi-Arabien unterstellt, dass die schiitischen Houthis für die Machtinteressen des schiitischen Iran kämpfen. Besonders umkämpft ist die strategisch wichtige Hafenstadt Aden. Hier leben fast nur Sunniten. Es ist auch historisch gesehen nicht das Gebiet der Houthis. Und deswegen akzeptieren die Menschen in Aden den Machtanspruch der Rebellen nicht. Viele hoffen deshalb, dass die Militärallianz unter der Führung Saudi-Arabiens Bodentruppen schickt und die Houthis wieder in ihr Stammesgebiet ganz im Norden des Jemen zurückdrängt. Der UN-Sicherheitsrat hat den Angriff der IS-Terrormiliz auf das palästinensische Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus scharf verurteilt. Es müsse dringend ein sicherer Zugang geschaffen werden, um die eingeschlossenen Zivilisten mit Hilfsgütern zu versorgen. Dieses im Internet verbreitete Video soll die Zerstörungen in dem Lager zeigen, in dem nach wie vor bis zu 18.000 Menschen ausharren. Seit Beginn der Kämpfe in der vergangenen Woche sind sie von jeglicher Hilfe abgeschnitten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 8. April. In weiten Landesteilen macht sich morgen wolkenreiche Luft breit. Am Donnerstag schiebt sich das Hoch nach Mitteleuropa vor und sorgt vielerorts für freundliches Frühlingswetter. Heute Nacht breiten sich dichte Wolken aus dem Norden langsam südwärts aus. Vor allem im Osten regnet es hier und da etwas. Vom Südwesten bis zu den Alpen bleibt es vielfach klar. Hier ist es morgen oft sonnig, sonst gibt es viele Wolken, Richtung Osten mitunter etwas Regen. Am Nachmittag kommt auch an den Küsten die Sonne hervor. Der Wind weht morgen nur schwach bis mäßig. In der Nacht Tiefstwerte von örtlich 7 Grad im Osten bis minus 8 an den Alpen. Morgen werden Temperaturen zwischen 7 Grad im Erzgebirge und 17 Grad am Oberrhein erreicht. Am Donnerstag gibt es im Norden und Nordosten zum Teil starke Bewölkung, sonst nach Auflösung von Nebel und Hochnebel oft Sonnenschein. Am Freitag im Süden und in der Mitte sehr mildes Frühlingswetter mit viel Sonne, im Norden auch Wolken, aber trocken. Samstag im Süden und Osten noch länger freundlich, Richtung Nordwesten im Tagesverlauf einige Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Gegen 21.20 Uhr meldet sich Karin Mioska in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels Dortmund gegen Hoffenheim mit einer Kurzausgabe der Tagesthemen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.